Hallo? Ist hier irgendjemand? Ein Holzfäller? Oder ein Jäger? Nö? Ah, ist nicht schlimm. Nö. Was? Mir geht's gut. Super. Kann mich gar nicht beklagen. Scheiße! Hallo? Sorry, your call cannot be completed as dialed. Check the number and dial again. This is a recording. Lydia Köhler? Julian Fischer hier, hallo. Also das hört jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert an, aber ich versuche Ihnen das mal so möglichst plausibel zu erklären wie möglich. Ich war mit dem Auto auf dem Weg zu einer Feier. Julian, ich versuche schon die ganze Zeit dich zu erreichen. Ey, hör mal. Ja, sorry, neue Nummer. Hör mal ihm zu. Weißt du, wer auch noch kommen möchte? Sandra. Oh, fuck, es gibt ein Desaster. Okay, ich werde mich beeilen. Ich verstehe Sie nicht. Was möchten Sie denn? Auf jeden Fall hat, während ich gefahren bin, mein Handy geklingelt. In dem Moment, als ich ans Handy rangehen wollte, hat ein Stein den ganzen Untergrund im Auto aufgerissen. Und als ich einsehen musste, dass weder das Handynetz hat im Wald, noch dass ich das Auto jemals wieder zum Laufen bekommen würde, habe ich mich entschlossen, den direkten Weg nach Schwerte zu nehmen, also durch den Wald hindurch. Komm schon, Mann! Fuck! Da kann ich Ihnen, glaube ich, nicht weiterhelfen. Da brauchen Sie wohl professionelle Hilfe. Tut mir leid. Guten Tag. Hallo? Hallo? Nein, hier ist kein Weg. Hier ist kein Weg. Ich laufe hier schon seit Stunden durch diese scheiß Butnik und hier ist kein... Laufen Sie mal ein Weilchen geradeaus und wegen dem Auto können Sie immer noch den ADAC... Nein, ich weiß. Aber trotzdem, vielleicht könnten Sie mir trotzdem... Ich hatte die Nummer vom ADAC nicht. Nein? Nein, ja, aber vielleicht könnten Sie mir einfach nur helfen und sagen... Dann sage ich Ihnen die Nummer gleich. Warten Sie, ich habe sie hier. Einen Moment. Ja, aber ich... Hören Sie... Ja? Ich weiß doch auch nicht. Ich in 2 Tagen fahre ich nach Boston. Es geben jetzt Leute für mich eine Abschiedsparty, wo ich unbedingt hingehen muss. Und ich wollte jetzt einmal in meinem Leben pünktlich zu dieser Scheißfeier kommen. Deswegen bin ich ausgestiegen, um diese Abkürzung zu nehmen durch den Wald. Weil ich kenne das. Ich schwer, es ist doch gleich hier vorne. Ja, ich kann Ihnen leider nicht helfen. Können Sie mir... Das ist aber trotzdem Notfall. Ja? Ja, weil ich das unbedingt hinkriegen muss. Bitte können Sie mir nicht einfach helfen. Ohne Verletzung bin ich machtlos. Ach ja, okay. Mein Bein ist gebrochen. So plötzlich? Ja. Ihr Bein? Ja, mein Bein ist gebrochen. Wollen Sie mich verarschen? Wie? Ich will Sie doch jetzt nicht verarschen! Verdammt nochmal! Nein! Ich will, dass Sie mir jetzt hier rausholen! Verdammte Scheiße! Hallo? Hallo? Ich wollte... Hallo? Scheiße! Scheiße! Scheiße, ihr alle hier! Könnt euch mal verpissen hier! Scheißkacke! Thank you.
Wetter, ich bin's. Du glaubst nicht, ich komme auf jeden Fall noch, aber ich komme ein bisschen später, also... Julian? Hey, hier ist nicht Peter, ich bin Sandra. Hallo Peter, ich bin's, Julian. Nein, sag ich, nee, ich komm einfach selber, sag dir gar nichts. Ja, nein, nix. Nee, das wollte ich aber nicht wissen, das sag ich hier. Was ist denn los? Also, ich bin auf dem Weg. Aha. Ich bin hier halt noch im Stau. Aha, im Stau also. Ich hoffe, du telefonierst nicht beim Autofahren. Ja, quasi schon. Also ich bin ja gerade im Stau, aber ich gerade also stop and go. Weißt du, also ich rede halt gerade. Sag mal, warum soll ich nicht zu deiner Party kommen? Aber cool, dass du kommst. Echt saucool, dass du kommst. Ich freue mich schon voll, mit dir zu reden. Ja, also ich bin dann auch in einer halben Stunde ungefähr da. Weiß nicht, also wie das hier wird mit dem Stau, aber das schaffe ich glaube ich schon. Peter meinte eben, du wärst so schon runter von der Autobahn. Erzählst du wieder Scheiße, ne? Nein, ich erzähl keinen Scheiß. Also ich bin halt, wie gesagt, vor Schwerte und da kam halt irgendwie dieser komische Stau und seitdem bin ich halt hier im Stau. Es ist gerade ganz laut. Hörst du mich überhaupt noch, Sandra? Hä? Hallo, Sandra? Also ich Sandra? Verstehe dich Hallo? Super. Sandra, pass auf, ich sag dir einfach nur, ich komme bald, ja? Was? Also ich bin in der Heimstunde, ich war, hallo, ja, ja? Ich höre dich jetzt nicht mehr, bis später einfach, ja, tschüss! Super. Hallo, ich bin Julian Fischer, ich bin 23 Jahre alt, ich studiere zurzeit Sozialpädagogik und ich habe mich im Wald verlaufen und habe große Angst, dass ich diese Nacht nicht überleben werde, da ich sehr großen Hunger habe und es mir sehr kalt ist. Und ich möchte diejenige Person bitten, die dieses Handy findet, dieses Video meinen Eltern zu zeigen, Bruno und Gitta Fischer, beide lebend in Hamburg. Oder meiner Freundin Christina Hahn. Und ich möchte euch hiermit sagen, dass ich euch sehr gern habe, dass ich euch sehr liebe. Und dass Sandra, du mir immer wichtig warst, egal was passiert ist. Und ich möchte mich für das, was passiert ist, entschuldigen. Mein Gott, das bisschen Lügen. Mich da auch nicht. Einmal fremdgehen, ich liebe doch meine Freundin trotzdem, das weißt du, das habe ich dir tausendmal gesagt. Gott, wem soll ich mich denn hier rechtfertigen? Hier ist doch niemand! Also wenn du mir was sagen willst, dann sag's jetzt, ich bin hier und hör dir zu. Soll ich aufgeben? Okay, hier, ich gebe auf. Klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut stehen ihm gut. Er war frohen Muts. Doch die Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr. Da besinnt sich das Kind, läuft nach Haus geschwind. Also, macht's gut. Oder auf Wiedersehen. Ich weiß nicht, was man da sagt. Irgendwas auf dem... Hallo? Ist da wer? Ich kann mich nicht auf den Boden legen. Scheiße.
Hallo? Hallo? Fuck. Scheiße. Nee, nicht jetzt, komm. Ich brauche dich jetzt noch ein bisschen. Ich hab keinen Bock zu sterben. Leute, hier ist Julian, eure Nachricht nach dem Lied. Ich verstehe nicht. Warte mal. Hey Julian, hey, wo bleibst du denn? Bist du schon nach Boston? Ich wollte dir nur sagen, die ganze Sache ist ja eigentlich auch gar nicht so schlimm. Weißt du, ich verstehe mich nämlich eigentlich ganz gut mit deiner Freundin. Aber verabschieden hätte sie dich ja schon noch können. Na egal. Tschüss.